Ja, herzlich willkommen zu Nicht jeder kann Prolet sein, die Berliner Stammtischgespräche. Mahlzeit. Mahlzeit, Eisi. Wieder mit Corky und Eisi. Ja, mega, mega, mega. Ja, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Ich glaube bei Disco-Freunde und Traumstrand und die ganze Geschichte. Und ja, dann war ja eigentlich so erstmal Ruhe bei mir, wa? Ja, da war erstmal Pause. Da war Pause, eine ganze Weile Pause. Na gut, wir hatten dann noch verschiedene Singles mit den Jungs geplant. Davon sind ja nicht alle rausgekommen. Ich glaube, rausgekommen ist nur der WM-Song, ja. Die Welt feiert. Ja. Und wir hatten im Petto hatten wir eigentlich noch den Song Teufelsbraut. Kannst du dich noch erinnern, wie der entstanden ist, ursprünglich eigentlich? Ja, ursprünglich ist der entstanden. Waren so zwei Jungs da, die hatten da so Techno gemacht. Wie hießen die denn nochmal? Boah, das ist immer schlimm, dass uns die Namen nicht mehr einfallen, wa? Ja, ja, die hatte damals unser guter Freund Tetz, hatte die noch vorgestellt, die beiden. Mhm. Die haben so Elektrosound gemacht. Genau. Und ja, die wollten eben halt so einen Song machen, eben halt so Teufelsbrautmäßig. Also die hatten die Hook schon. So ein bisschen in der Hinsicht fertig gehabt so und ich habe eben halt die Parts drauf gerappt auf den alten Beat. Ja, ja, aber den hast du aber eigentlich bei mir fertig gemacht. Genau, bei dir damals noch in der Bude da im Studio. Genau, okay. genau. Da hatten wir eine Party gemacht, dann waren ein paar Mädels auch da und die eine von den Damen hat doch dann die Hook auch gesungen gehabt, ne? Genau. Gesungen, gerappt. Und du hast den Song, glaube ich, ich bin mir nicht so sicher, ob du bei den Jungs den Song schon mal gemacht hattest, aber ich glaube, du hattest den Song schon mal fertig, da war die Qualität aber nicht so geil, also haben wir den nochmal bei mir aufgenommen. Nee, ich hatte ihn bei dir geschrieben sogar. Ihr habt alle Party gemacht und ich habe den fertig geschrieben. Ich dachte, du hast bei den Jungs... Und die Jungs waren so ja da. Ach, genau, so war das, genau. Aber wir waren auch mal ursprünglich bei denen auf jeden Fall, das weiß ich auch, da hatten wir auch mal einen Song aufgenommen. Aber stimmt, komplett entstanden ist er dann auf der Party. Bei denen haben wir eine Stufe noch, Dicker. Bei denen waren wir, glaube ich, Silvester oder sowas. Auch mal, aber wir hatten noch mal einen Song aufgenommen. Ich habe da auch was aufgenommen gehabt. Da war noch die eine, die auch rappen wollte, die irgendwas mit Drive-By, mit Pfandflaschen oder so gerappt hat. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, ihr habt da alle Halligalli gemacht. Genau. Und ich habe da im Studio gesessen, hab die zwei Parts da fertig geschrieben und dann auch aufgenommen. Ja, und die Quali war halt nicht so sensationell. Den haben wir aber noch performt, sogar live in Bautzen mit den Atzen zusammen. Genau, auf dem Atzen-Festival. Das stimmt. Und dann haben wir den einfach mal den Part... die Disco-Freunde geschickt und dann haben die weiter drauf gezimmert und die Nummer ist wesentlich geiler geworden und dann hat ja noch hier Pussycat, genau. die Hook dann nochmal neu eingesungen. Eine Amateur-Pornodarstellerin. Yeah. Genau. Ja, genau. Genau, so war das. Mit der hatten wir das dann so gemacht. Ja, das war ein ziemlich cooler Song sogar, also... Ich war mal so mit dem Zwiespalt zwischen der ersten Version und der neueren Version. Aber war gut. War ein gutes Ding. Ist ja auch nie rausgekommen. Aber was kam jetzt letzte Woche raus? Oder wenn ihr jetzt den Podcast hört, wird es jetzt nicht mehr die letzte Woche sein. Ja. Dann wird es die vorvorletzte Woche sein. Dein Best-of. Ja, mein Best-of. Ja, Best-of. Ist so komisch, warum wir das Best-of genannt haben. Aber irgendwie hatten wir dafür keinen anderen Namen. Irgendwie ist das halt eine Compilation aus den alten Songs von damals, so die guten von mir und ja, unveröffentlichte Sachen noch mit hinzugefügt. Ja, na gut, ist ja schon, ist schon ein Best-of. Also da sind ja die Sachen von dem Sampler mit dabei und ja. Dann unveröffentlichte und Sachen, die auch schon bei YouTube zu hören waren, teilweise jahrelang schon, die ja nie wirklich veröffentlicht wurden, so richtig. Ja, das stimmt. Ja, kann man jetzt nennen, wie man will. Also im Endeffekt ist es doch egal, welchen Namen das Album trägt. Es ist da und ja. Es wurde auch Zeit. Richtig, also hört es euch an und ja, vielleicht feiert er den einen oder anderen Song. Genau. Ja, aber wie gesagt, wenn wir nochmal zum Ursprung zurückgehen bei der ganzen Sache, das war ja eigentlich der Beginn zu dieser ganzen Sache auch mit Disco-Freunde. Dann kam ja der WM-Song, Teufelsbraut lief ja parallel, weil das war ja bevor überhaupt mit Disco-Freunde großartig was stattgefunden hat. Dann hatten wir ja dann an der Uhr gedreht gemacht. Genau.
naja, die Welt feiert auf jeden Fall. Und die Zeit, ne? Richtig, genau. Die Zeit ist ja bei dir drauf, ne? Beim Best of von mir. Genau, beim Best of von dir. Und ja, dann hatten wir ja noch Leb dein Tag. Das ist ja wieder bei mir. Von DJ Screw produziert damals der Beat. Genau, genau. Und den haben wir ja auch performt damals noch bei den Atzen, wo doch der Remix eigentlich ursprünglich mal geplant war, was Money Mark meinte, hey, der Song geht so ab. Wann ich einen Remix draus basteln, wo es dann nicht dazu kam. Aber war auch ein geiler Tag. Ich weiß gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen hatten, wo dann Busy Montana sogar noch dabei war bei der Party. Den hatten wir doch dann bei Frankie gedreht. Wird geschleppt nach Strausberg, nach Hoppejarten. Genau. Und haben wir da mal bei Frankie eine schöne Konfetti-Party gemacht in seiner Bude. Oh Mann, ich will ja nicht wissen, was der aufzuräumen hatte den nächsten Tag, aber vielen Dank nochmal, Frankie, dass wir die Option und die Möglichkeit hatten damals. Frankfest, dass wir da der Video drehen durften. Ja. Mhm. Chaotische Party war aber geil und dann noch der Videodreh. Ja, hat aber Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, und auf jeden Fall vielen Dank auch an Disco-Freunde. Auf jeden Fall, dass wir damals ein paar coole Sachen machen konnten. Ist natürlich schade, dass es damals auseinanderging. Ja, aber trotz alledem war eine geile Zeit und ja. Und mit Daniel von den Disco-Freunden bin ich ja immer noch im Kontakt. Nicht so allzu regelmäßig, aber zwischendurch entsteht da schon mal Kontakt. Und die müssen wir auch mal unbedingt besuchen in Hamburg. Ja. Oder Hamburg-Umgebung. Wenn die Zeit sich findet. Ja, ist ja mal ein bisschen schwierig mittlerweile, weil man ja auch älter geworden ist und alles irgendwie andere Prioritäten hat. Aber wenn die Zeit sich findet, dann klar, können wir das gerne mal in Angriff nehmen und den mal besuchen kommen. Ne? Es wird Zeit. Eigentlich, siehst du. Dann war ja eigentlich Ruhe. Ja. Bei mir. Dann war ja Ruhe eigentlich ziemlich lange. Habe ich mich ja mehr um mein Business gekümmert. Noch nicht. Du hattest dann nochmal diese Tuning-Phase. Ja, stimmt. Aber kurz, genau. Mit Joe noch. Genau, von Tuning Alarm. Hallo Joe. Falls du das hörst und so, auch liebe Grüße an dich. Man hat sie ja schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Hoffe, dir geht's gut. Ja, stimmt, die hatte ich auch noch kurz. Mit dem Tuning. Ist ja auch ein Tuning-Song, ist ja auch drauf. Genau. Du hattest ja da ein paar Auftritte noch. Stimmt, ja mit dir. Genau. Im Opel-Treffen, Ortschaftsleben. Hatten wir ja noch einen Gig. Und Alkersleben hatte ich auch Viertelmeile einen Gig. Mit den Tänzermädels? Mit den Tänzermädels, genau. Und Usedom Arena haben wir ja auch neu gemacht. Genau. Richtig. Da war ja. Ja. War Usedom der Auftritt, wo wir dann dieses Hotelzimmer hatten, wo wir noch am Strand irgendwie. Wo wir Thomas eingebuddelt haben? Ja, ein Kumpel, wo am Strand eingebuddelt haben. Früh morgens um 5, arschkalt, und wir buddeln Thomas ein am Strandsand. Ich weiß auch gar nicht, wir konnten nicht schlafen, deswegen sind wir noch alle an den Strand gerannt oder so. War ziemlich wild. Weiß ich auch noch, wie Luke sie da mit den Mädels noch gekloppt hat, da auf dem Zimmer. Nee, das war Thomas. Nicht Luke? Nee, Thomas wurde wirklich verprügelt. Aber warte mal, Luke war aber auch dabei, oder? Ja. Aber Thomas wurde auf jeden Fall die ganze Zeit immer gewürgt von Angie. Die hatte immer Lust, ihn irgendwie zu ärgern. Dann kam er mal reingestürmt und ist mal auf den los. Auf wen? Und dann hat sie mal versucht, da zu werden und sie ihn auf seinen Rücken. Immer am Hals. Ja. Ziemlich verrückt gewesen. Ja gut, aber nach der Sache war eigentlich dann erstmal Schicht im Schacht bei mir. Ja, da habe ich mich ja dann voll konzentriert auf mein privates Business und ja, und du hast mir eigentlich dann die ganze Zeit eigentlich mal regelmäßig in die Ohren gelegen, dass ich mal wieder was machen soll, wa? Ja, richtig. Ja. Und da hat eine Weile gedauert, dann kam ja dein Album Frost und da habe ich dann mich mal wieder rangetraut, mal ein Feature zu machen, ne? Genau. Und hast du mir auch sehr schmackhaft gemacht, ja, da kam ich dann zu ihm und dann war auch Sommer irgendwie, da war ziemlich warm
und von Acker und so kurz angehalten und ja, soll ich dir noch einen Kaffee bringen? Nur damit ich den Part fertig schreibe, hat er mich so verwöhnt. Ich bin mit Kaffee bestochen, genau. Ja, mit Kaffee bestochen und willst du den noch hier und soll ich dir noch eine Stulle machen, so nach dem Motto, nur damit ich nicht abhaue und ja, den Part fertig mache, wenn er mich schon da hat. Ja, hat dabei geklappt, war super und ging auch locker von der Hand bei dir, also ja, als wärst du nicht weg gewesen. Ja, das war ziemlich krass eigentlich, war ich auch sehr überrascht, aber hat halt alles gepasst, der Zeitpunkt, der Beat, alles lief gut, das stimmt. Hat auch Spaß gemacht wieder, oder? Ja, aber in der Zwischenzeit, wo ich so, wo so still um mich herum war, hast du ja noch ein bisschen was gemacht gehabt, ne? Da war ja dieses Sex-Thema. Genau, genau, ich hatte mich mit drei Jungs zusammengetan, Snipe, Iceman, exakt. Naja, ihr seid gut Sex. Also mit zwei Jungs hast du dich zusammengetan. Ja, also zusammen zu dritt waren wir, genau. Genau. Ja, na, wir hatten ja noch unser Studio in Lichtenberg und bei meinen Jungs haben wir auch nichts mehr gemacht und da war natürlich die Möglichkeit dann, ja, begrenzt mal was zu machen, ja, aber sollte irgendwie weitergehen und ich habe bei meinem Album gearbeitet, was ja dann im Endeffekt nicht kam und habe die Jungs eingeladen. Die haben sich gut verstanden und dann haben wir uns gedacht, hey komm, die Formation passt gut. Mit dem Namen war ich jetzt im Nachhinein oder auch ja, währenddessen nicht so einverstanden, weil ich fand immer so Sex ist immer so eine Sache, was du so auf ein T-Shirt druckst. Ja, wie willst du das promoten? Und ich weiß noch, der ein oder andere, der mir ein Beat gebaut hat, meinte auch so, er würde lieber ein 23-11-Shirt haben als ein Sex-Shirt. Ja. Was ich verstehen kann, wenn du durch die Straße läufst. Ja, auf der anderen Art war das aber eigentlich ziemlich witzig. Also so dieses Wortspiel in der ganzen Geschichte hat dem Ganzen auch ein bisschen Aufmerksamkeit verliehen, sage ich jetzt mal. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Das war ja auch so geil. Wir haben dann wirklich eine Single rausgebracht, Höhen und Tiefen. Dann ziemlich gute Single, muss ich sagen. Also ist echt gut geworden. Das ist ein schöner Song gewesen. Mit einem Sänger zusammen, dem Tamex. Dann hatten wir noch Live-Auftritte, immer am SO36, hatten wir so ein, wie soll man sagen, was ist das, so eine Art Wettbewerb mit teilgenommen, genau, wo man den ersten Platz belegen konnte und waren dann irgendwie Zweiter beim ersten, in der zweiten Runde sind wir rausgeflogen, war aber auch knapp, haben dann viele Bands kennengelernt, weil da auch viele Rockbands waren und andere Rapper, wo dann wirklich, ja, auch Kontakte entstanden sind ein bisschen, also ein Crossover-Song ist dabei entstanden und mit Robad hieß die Band, genau. Ja, also war eine schöne Zeit und trotzdem weitergemacht, mit den Jungs auch so drei Alben, also so Street-Alben rausgebracht, mich dann so ein bisschen reingefuchst in dieses ganze Online-Game, wie veröffentliche ich eine Single und mit einem Vertrieb geklärt und so weiter. Hatte sogar einen Label-Deal in der Hand von einem kleinen Label namens Timezone. Die hatten mir einen Vertrag geschickt und da hätten wir was machen können. Aber da wurde sich dagegen entschieden, weil die anderen Jungs waren der Meinung, wir können das selber machen. Okay. Wo ich gesagt habe, naja, aber lass uns das doch mal probieren. Vielleicht wird ja was draus. Ja, wurde verworfen. So viel zum Thema Demokratie. Aber egal. Hat ja, er auch mit dem telefoniert gehabt, weißt du? Sind ja so Kleinigkeiten, die ganze Zeit irgendwo mitspielen, wo man vielleicht Fehler macht, wo man vielleicht gewisse Dinge bereut oder irgendwas anderes, aber du, nun ist es so gekommen und die Vergangenheit kannst du sowieso nicht mehr ändern und ja, war cool. War auch eine schöne Zeit und du warst ja auch mal mit dabei bei den Auftritten, hast du auch vorbeigeschaut, ich glaube, du warst sogar bei allen dabei, im Lido, glaube ich, warst du dabei, oder? Ja, im Lido warst du dabei, im SO36, denke ich auch. Dann waren wir noch in diesem anderen Ding hier, wo der hinten Janowitzbrücke. Genau. Genau, und dann, Opera House, habt ihr ja auch noch mal zwei, drei Shows da gemacht. Ja, genau. Mit Pitchwork Family. Pitchwork Family, den DJs, den Jungs. Richtig. Gute Jungs auf jeden Fall, schade. Grüße an Tietz, falls du das hörst und sowas. Und auch an Hills, an Großhills. Ja, war eine coole Nummer auf jeden Fall, muss ich echt sagen. Schade, dass die Jungs nicht mehr so viel machen, wa? Nee, das ist schade, ja. Schade. Naja, dem hat ja auch ein Schicksal erheilt, ne, dem Tietz. Aber gut, ey, ich hab gehört, du bist Papa geworden. Trotz alledem, trotz des Schicksals. Also Gratulation, mein Lieber. Ich wünsche dir alles Gute und dass du wieder auf der Bühne kommst, mein Kleiner. Von mir auch. Ja, ja und denn nach der Sexgeschichte, weiß ich noch,
Was war ja denn, hast du ja denn hier Geborene Verlierer oder was war das nochmal, was du denn nebenbei noch gemacht hast? Genau, das hatte ich dann mit Snipe gemacht, genau, Geborene Verlierer. So ein kleines Mini-Album, EP, kann man sagen. Ja, weil exakt ja. Der war verhindert. Der war verhindert oder einfach verschwunden, einfach aus der Welt. Ist auch ein kleiner verrückter Kauz, aber. Lieber netter Kerl, aber man. Keine Ahnung. Wenn man dann wütende Nachrichten bei Facebook bekommt von der Ex-Freundin, weil ich denke, ich habe mit der ganzen Scheiße eigentlich nichts zu tun, aber was will die von mir, was quatscht die mich da voll? Ja, was hat man, beschwer dich bei denen, nicht bei mir. Mhm. Keine Ahnung, was der da gemacht hat. Ja. Mehr als Detail muss ich ja nicht gehen. Oh Mann, exakt, also falls du dir das auch reinziehst oder so, ganz liebe Grüße. Keine Ahnung, was du so treibst, aber ja, da warst du einfach weg. Aber lieber netter Kerl, also ich kann eigentlich gar nichts Böses sagen. Nee. Ja. Ich wurde einfach vom Erdboden verschluckt. Ja. Nicht, dass da irgend so ein Gulag jetzt gerade hängt oder so. Wird schon seine Gründe gehabt haben für ihn, also wer weiß. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, wo wir gerade beim Brauwars waren, wie wir bei Westbam waren? Ah, bei dem Gig? Ja. Da war doch Dings hier, Lexi und Kay Paul waren auch da. Das war aber so eine spontane Aktion, Digga. Ja, das war einfach so, komm, ich weiß auch gar nicht mehr, wie es entstanden ist, komm, lass uns da hingehen. Ja, von mir los, ne? Alle. Genau. Mit einem Auto von mir und dann sind wir da hin und dann ohne Ende Leute getroffen in der Hut, war Lichtenberg halt. Ja, das war schon verrückt, hat alle da hingerissen. Wie voll der Laden noch war, oder? Mhm. Konntest ja, wir waren irgendwo hinten oder zwischendurch, aber so richtig dran und die Bühne waren wir nicht. Vor allen Dingen, weil ich das ja nicht mehr gewohnt. Mhm. Nach so viel Abstinenz mit allem, mit Party und ganzen Gedöns und auf immer in so eine volle Halle mit. Das war nach Corona, war das, wa? Nee, das war vor Corona, Digga. War das vor Corona? Ja, das war vor Corona. Ah, das war krass. Aber das war ziemlich, trotzdem, ich war ja nicht mehr so auf Partys, so krass nee. Und alles. Bin ja dann total ruhig geworden. Also quasi so richtig Rentner. Mäßig. Hat ja keine Zeit mehr auf Party zu gehen eigentlich. Nee. ja, das war für mich so wie so ein Kulturschock, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Wieder so, aber hat auch wieder ein cooles Feeling gehabt so. Und dann so die zig Leute, das hat mich so an früher erinnert, so bist du irgendwo lang an jeder Ecke hast du umgehen getroffen. Das war schon ziemlich geil. Na, auch so dieses Feeling war halt so richtig schön, ist ja dieses alte Haus, weißt du, dieses alte DDR-Häuschen. So richtig Bunker-Platte. Bunker-Style-Platte, genau, das hat auf jeden Fall Stil gehabt. Und dann hast du die ganzen Leute da, die auf Techno sind und rennen mit ihren Carlo Galucci-Pullovern rum, als wären immer noch die 90er, weißt du. Ja. Ja, das war schon ziemlich nice. Ne? Ja. Ja, dann habt ihr da die geborenen Verlierer gemacht und so was alles. Bist du Teil 2, genau. Bist du Teil 2. Das ist doch gut. Und jetzt hast du jetzt nicht mehr, oder was? Nö, da haben wir uns dann getrennt. Beidseitig, würde ich jetzt mal so sagen. Zu dem richtigen Gespräch kam es ja dann nicht. Ja. Ich habe es versucht. Ich will auch gar nicht groß jetzt irgendwie. Nee, das muss man jetzt auch nicht so intensiv thematisieren. Ist ja kein Problem. Die Jungs machen jetzt ihr Ding. Aber ihr Hörer wolltet schon wissen, oder? Nee, wissen wir nicht. Ist ja Quatsch. Ist ja alles gut. Hoffentlich ist alles im Juten auseinandergegangen und dann ist es gut. Ist ja kein Thema. Jeder gönnt jeden. Also ich sehe da auch kein Problem. Also, richtig, würde ich jetzt auch so sagen. Ich weiß, dass da andere Stimmen sich wahrscheinlich was anderes wünschen, aber meiner Meinung nach, die sollen ihr Ding machen, wir machen unser Ding. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Das warum? Mit den Römern früher. Genau, die machen ihr Ding. Die Römer machen ihr Ding. Ich mache mein Ding. Genau. Ja, was haben wir denn noch so? Eigentlich. Warte, jetzt meinst du musikalisch oder meinst du jetzt? Ja, so musikalisch ist ja dann eine Hütte, klar, dann irgendwann. Ja, also irgendwie nach dieser ganzen Geschichte des Auseinanderlebens mit Snipe und so, lagst du mir richtig in den Ohren, wa, Dicker? Ja, jetzt übertreibt man nicht. Na klar. Du kamst mit einem Schlafsack hier an, Alter, hast bei mir geschlafen. Ich gehe nicht mehr, bis du rappst. Ich gehe hier nicht mehr weg, bevor du jetzt hier nicht einen Song machst. Nee, Quatsch. Du hattest ja dann auch ein paar Sachen gemacht, ihr habt schon vorab, hier mit Maranata und so. Genau. Muss ich ja auch sagen, ziemlich geil, der Typ. Also muss ich echt sagen, feier ich voll ab. Hat eine geile Stimme, hat auf jeden Fall auch einen geilen Flow. Also er kann ja rappen und singen. Ja. Unglaublich gut. Und ursprünglich eigentlich kennengelernt durch Max, der ein Label hatte namens Stilix Music, also hat er immer noch, aber jetzt
ist der weg von den Künstlern, weil ihm das alles zu anstrengend ist, und kümmert sich mehr um Vinylverkäufer. Und den wiederum habe ich kennengelernt durch Matix, meinen alten Beat-Produzenten. Weil, den du kennengelernt hast durch? Durch dich. Aber eigentlich, muss man auch nicht sagen, auch nicht richtig. Du hast mir. Stimmt, damals den an. Wie hieß der? Till Lichtenberg oder so? Genau. Lichtenberg oder Lichtenstein? Nee, Lichtenberg, was? Lichtenberg. Genau. Da weiß ich auch gar nicht, wie ich zu denen gekommen bin. Das kann ich dir auch nicht sagen. Du hast mir den bloß empfohlen. Ich habe mich bei dem gemeldet. Der meint, er hat ja schon viele Projekte. Aber er hätte jemanden, der noch gerne Beats bauen wollen würde. Und dadurch ist der Kontakt zu Matix gekommen. Mhm. Und dadurch bin ich mit dem in Kontakt gekommen. Und der hat ja reihenweise Sachen produziert. Der hat ja komplett ein Album von mir produziert. Der 23 auf AM. Was, denke ich, mal irgendwann rauskommt, wenn nicht wieder irgendein Künstler sich gestört fühlt, dass er auf dem Album drauf war. Sonst kommt das Album auch raus. Das hat er veröffentlicht. Hat er die Beats gebaut, meine ich. Und hat dann auch die ganzen Sex-Sachen mit begleitet. Also viele Beats dafür gebaut. Also korrekter Typ, kann ich auch nichts sagen. Ich habe auch überhaupt keine Probleme mit dem. Und ja, jetzt gerade nutze ich nicht so viele Beats, aber liegt ja auch daran, dass ich jetzt jahrelang mit dem Musik gemacht habe. Jetzt kam mal Airbeats um die Ecke und noch ein paar andere Produzenten. Jetzt macht man wieder was mit dem, aber es heißt so lange nicht, dass man mit dem jetzt nichts mehr macht oder so. Ich habe ja trotzdem noch Beats von dem da und die werde ich auch noch. Ja, wer weiß, kommt noch mal was Neues. Das ist ja auch mal so, man ist auch ein bisschen eine Stimmungsfrage. Ne? Und man will ja auch irgendwo ja auch mal andere Sounds haben als immer nur den gleichen Sound. Ist ja, verstehe ich vollkommen, wenn man seiner Kreativität nachgehen will. Überhaupt ja kein Thema, sage ich jetzt mal. Aber liebe Grüße. Ja, auf jeden Fall schöne Grüße zurück. Müssen wir genau mal rausheben, ne? Und ja, siehst du? So ist es. Genau, mit dem, das war dann, Matix, warte mal, was hattest du jetzt gerade gesagt, was dazwischen durch war? Oder du hattest du jetzt auf einmal was angespielt? Jetzt bin ich gerade den Faden verloren. Matix und Till Lichtenberg. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hin? Genau, da frage ich mich jetzt auch gerade. Jetzt waren wir bei Maranatha. Genau, geiler Künstler, gute Stimme, guter Flow. Jetzt sind wir bei Airbeats. Also Airbeats 83, Dicker. Machst echt ein paar schöne Sachen, muss ich echt sagen. Bist auch ein richtig feiner Kerl. Schön, dass du auch mal hier warst. Wohnst ja ohne gleich um die Ecke. Also ist ein Stündchen hinweg, aber ist ja für manche ist das ja schon ziemlich viel. Eine Weltreise für manche, ja. Eine Weltreise, ja. Und ja, freue mich schon auf das nächste Wiedersehen. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr noch hinkriegen. Ja, wen haben wir denn noch? Wir haben ja noch echt ein paar coole Sachen also am Start noch. Aber gut, da müssen wir ja nicht so tief eingreifen. Auf jeden Fall Askar, Digga. Schön, dass es dich gibt. Para. Du alte Naht, schön auch, dass es dich gibt. Ne? Mal gucken, was da alles noch zustande kommt. Im Vierreihe spannend. Vielleicht ist diese Fantastic Four Nummer ja echt ein ziemlich cooler Move, dass man mal so ein paar mehr Songs macht zusammen in so einer Vierer-Kombi. Ich denke, das haben auch noch nicht so viele gemacht. Und ja. Ich sehe da auch viel Potenzial, da können wir wirklich noch viel machen mit den Jungs. Und Askar ist motiviert, Airbeats ist motiviert, Para ist mal motiviert. Nein, da war so ganz schöne Grüße an den. Nein, muss man mit dem öfter mal eine Kneipe gehen. Ne, steht, dann blüht er wieder auf. Nee, und Maranatha, wie gesagt, auch ein Top-Mann. Also wirklich coole Charaktere kennengelernt und auch wieder ein paar alte wieder mal wiederentdeckt, sagen wir es mal so. Askar war ja auch jahrelang weg. Ja, schön, dass man sich wieder zusammengefunden hat irgendwo. Auf eine oder andere Art, weißt du? Das muss man einfach mal sagen. Und richtig, und Askar, den kenne ich ja wirklich noch, das ist schon lange her, da war ich mal auf einer Geburtstagsfeier, ich weiß gar nicht, hatten wir darüber schon mal gesprochen. Da hatte er eine Geburtstagsfeier und da hat mich eine Kumpeline damals gefragt, ob ich mitkomme, glaube ich. Melanie, die kennst du auch noch. Mhm. Und dann sind wir da hin und ja, da hat er ein bisschen performt. Ich glaube, jeder konnte da freestylen. Ich habe da mal gefreestylt und so ein bisschen eine Runde. Dann haben wir da ein bisschen was getrunken. War ein schöner Abend. Ich kriege auch nur noch die Hälfte zusammen. Also war wahrscheinlich schön süffig. Man merkt auch langsam so, war, umso älter du wirst. Ich weiß noch, bei Tierstar, ich kann mich an viele Sachen erinnern. Ich kann mich auch an viele Sachen erinnern, aber ich merke langsam, es verschwimmt, wa? Ein bisschen. Ich konnte früher vor ein paar Jahren noch ein bisschen mehr. Das liegt an TikTok, Digga. Meinst du, verblendet und schmelzt das Gehirn und sagst du, ja? Ja, Kurzzeitgedächtnis.
Aber ich gucke zu wenig TikTok. Kurzzeitgedächtnis, weil du zu viel Ablenkung hast. Das hast du aber nicht vergessen, ich gucke ja TikTok gar nicht. Bei mir ist wirklich so, ich lade da Videos hoch, aber ja, ich gucke es mir kommen. Das war doch dieses andere TikTok hier für Pornos, das guckst du doch. Nee, no. Das ist aber Tinder, meinst du, wa? Tinder. Wisch. Ja, keine Ahnung. Ja, du, so ist es. Aber man, eigentlich sagt man nicht im Alter, du, wir müssen den Podcast nochmal, wenn wir 60 sind, dann können wir uns wahrscheinlich erinnern, was wir so extrem krass in unserer Kindheit gemacht haben. Das kann passieren. Das, sagen doch viele, wenn man so alt wird, dann kann man sich viele Dinge aus der Kindheit so, also diese fernen Sachen so merken oder kommen denn wieder. Ich beneide ja mal die Menschen, die immer alles vergessen und sich keine Gedanken machen. Wie oft ich im Bett liege manchmal und dann fallen mir irgendwelche Sachen ein. Von vor 10, 15 Jahren irgendwelche Geschichten, irgendein Blödsinn, wo du dir sagst, krass, und dann reflektierst du nochmal, ja, denkst drüber nach, wie hast du dich da verhalten, wie haben sich andere verhalten. Naja. Kennst du das noch, du warst auf einer Party und du warst total stinkbesoffen und dann nächsten Morgen überlegst du dir, musst du dich irgendwo entschuldigen? Das Heftigste, was ich mal hatte, ich bin mal irgendwo aufgewacht und wusste nicht mehr, wo ich bin. War das noch in der Weitlingstraße, wo würde ich da in der Dusche nicht? Ja, nee, das war ein Alter, war ich da voll. Oh, ich dachte, was ist mit dem los? Junge, da war ich doch von der Geschichte redest du ja, da war ich auf einer Party bei einer Freundin, die auch Arbeitskollegin war, damals bei meiner Ausbildung. Und da bist du vorbeigekommen doch, wa? Mhm. Und aber du warst eine Weile da, wa? Du warst auch eine Weile da, genau. Und irgendwann war ich so betrunken von grüner Wiese, habe ich die ganze Zeit getrunken. Boah. Ja, so war es halt damals, wa? Und dann irgendwann bin ich auf Toilette, weil ich dachte mir so schlecht, ich will mich übergeben. Und habe mich schon über die Klobrille gehangen und ja, es kam halt wie immer nichts. Wie es immer so bei mir ist, ich habe mich noch nie von Alkohol übergeben. Und dann müssen mir dabei in die Beine eingeschlafen sein. Und dann kamst du doch hin und wolltest mich doch mitnehmen noch, mit den Jungs. Ja, Gott, eigentlich wollten wir dich nach Hause bringen. Genau, und ich bin doch voll in die Dusche geknallt. Weil ich meine Beine nicht mehr geschmiert habe. Kann nicht mehr gehen. Kann nicht mehr. Ihr habt doch noch versucht, mich hochzuheben. Und ihr habt auch nicht beenden können. Ich könnte nicht mehr stehen. Ich weiß noch, die Party ging ja noch weiter. Ihr habt mich genommen. Sie hat mich dann einfach irgendwo so auf die Couch geworfen oder ins Bett und dann war ich weg. Ich habe gepennt bis nächsten Tag und bin nächsten Morgen mit so einem riesen Kater aufgewacht. Ja, das war schon, ja. Aber du, passiert. Passiert. War eine geile Sache. Mir ist das mal passiert beim Fernsehkicken. Okay. Na hier, meine alten Frierzähne aus der Bude mit den alten Sesseln, die schönen, ja. Diese grünen, die so echt so ein bisschen so. Und ich saß und ich hab den ganzen Abend Fernsehen gekickt, aber da war irgendwie so ein, irgendwas muss gespannt, so von den Polstern so gespannt sein an der einen Stelle, die so im Oberschenkel gedrückt haben, dass ich das halt gar nicht mitgekriegt. Und ich will auf Klo gehen und fall um. Und ich hab mich dann so mit Händen so auf den Sessel gezogen. Und hab so auf meine Knie geklopft. Und so, Alter, was ist denn jetzt los? Warum? Ich dachte, du bist querschnittsgelähmt. Ja, nicht, was ist denn hier los? Ich sag, mach ich denn jetzt so in Boxershorts, wie man dann so abends im Sommer halt so, weißt du, auf der Couch gesessen hat, so, auf den Sessel gesessen hat. Ich sag, ey, kann da jetzt keinen Arzt rufen, Alter? Wie sieht denn aus? Kann ich mir jeden, Alter, ein Schlüppi hier, Alter? Was mach ich denn jetzt? Und dann irgendwann kam das Gefühl wieder und ich dachte, ach du grüne Neune, Alter. 1000 Ameisen in der Beine. Ich so, als würdest du, kennst du das noch aus dem Winter, so vom Winter ins Warme, mhm. Mit diesen diese Kribbeln. Kribbeln, Hände waschen und so, ja. Alter, sie piekt, Alter, ja, das war schon ziemlich wild. Das ist echt hart, muss man nicht sagen. Ich hatte das mal in der S-Bahn, das kann ich noch erzählen, war mit Marc, ein Kumpel, waren mal feiern und haben irgendwie, ja, verpennt, also in der Bahn eingeschlafen, mhm. Und irgendwann kommt so hier der Bahnführer, Lokführer, keine Ahnung, was bei der Straßenbahn, bei der S-Bahn ist, Lokführer, wa? Und auf jeden Fall wollte er uns rausschmeißen, sagt so, hey, jetzt raus jetzt hier und so und Marc steht auf und klappt zusammen wie so ein Buch, weißt du, Beine eingeschlafen. Also er klatscht einmal komplett runter, so der war nur noch so 30 Zentimeter hoch und schreit so, total komischer Schrei und
der Typ so, was ist denn los mit euch, raus hier. Wir waren ja auch so 19 oder so, keine Ahnung. Und dann schreie ich den Typen so, Mann, der hat sein Bein gebrochen, weil er auch geschrien hat, so, ah, meine Beine und so. Und dann habe ich ihn so genommen, getragen und dann kam so der Lokführer und meinte dann so, soll ich Krankenwagen rufen? Also hat so gefragt und Marc dann mir so in Ohren geflüstert, es geht schon wieder, also wir können. Und ich sag so, ja, okay. Und dann, nein, ist schon gut, ich muss gesagt, dann sind wir abgehauen. Aber ähnliche Geschichte, die müssen die Beine eingeschlafen sein, Alter, da irgendwie auf diesem Bahnsitz. Das ist total eklig, du kriegst total Schreck, weil du sagst, Jani, kennst du Jani? Oder lange Autofahrten. Als Beifahrer habe ich dann immer gerne so die Knie auf Armaturbrett so gepackt und habe immer so leicht angeschrägt auf dem Sitz gesessen. Und dann sind mir die Arschbacken eingepennt, Alter. Scheiße. Arschbacken einschlafen, Alter. Das ist total ekelhaft. Ja. Aber was soll ich dazu sagen? Das Thema ist jetzt ein guter Abschluss. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt und das gehört habt vielleicht. Und, ja. Wir hoffen, dass euch nicht die Arschbacken eingeschlafen sind. Richtig, jetzt beim Hören. Ne? Bis deine Antenne. Ciao.